Alle Freunde des gepflegten, organisierten Verbrechens dürfen sich freuen. Die Beta-Phase von Payday 2 hat am 24.07. begonnen. Fans des ersten Teils, Payday the Heist, kennen die für Anzug tragende Gangster Dallas, Wolf, Hoxton und James bereits. Alle anderen werden sie kennen und lieben lernen. Als einer von ihnen geht es auf Beutezug in Banken, in denen es zum Beispiel wie schon aus dem ersten Teil bekannt gilt, Safes aufzubohren und die Zeit mit leckeren Bleisandwiches für die einzutreffenden Polizeitruppen zu überbrücken. Das ist natürlich nicht alles. Auch Juweliere sind in Payday 2 vor den Vieren nicht mehr sicher. Oder soll es doch lieber ein Wachhundjob am Hafen sein? In der endgültigen Version soll es über 30 verschiedene Locations zur Auswahl geben, bei denen sich die Missionen in der Länge und Komplexität sehr voneinander unterscheiden können. Anders als im Vorgänger können Missionen auch über mehrere Tage und Locations gehen. Für diese gibt es mehr Erfahrungspunkte und Kohle am Zahltag. Schon in der Beta-Version zeigt sich, dass Payday 2, was die Abwechslung angeht, alles richtig macht. Verschiedene Level, die sich optisch komplett voneinander unterscheiden und auch beim erneuten Spielen immer ein wenig anders sind als beim vorherigen Mal. Genau diese Zufallsvariable hat schon den ersten Teil interessant gehalten und wird in Payday 2 noch einmal weitergetrieben. Kameras sind beispielsweise an anderen Stellen platziert, Polizeieinsätze kommen in verschiedenen Abständen und Härten, wichtige Missionsgegenstände, die man für die Missionsziele benötigt, sind an anderen Orten platziert oder es gilt spontan auf etwas zu reagieren und somit weitere Ziele zu erfüllen, die eine Mission verlängern können und. Dadurch kommt selten Routine in die Mission. Das Gameplay wurde noch einmal verfeinert, sodass sich die Schusswechsel mit den Cops noch smoother und flüssiger spielen. Das Sounddesign ist ein weiterer Punkt, an dem die Entwickler kräftig geschraubt haben. Selbst die Handfeuerwaffe klingt mächtig und einschüchternd, so dass das Feeling eines richtigen Raubes noch besser rüberkommt. Wait for it. Wait for it. Genau das ist einer der wichtigsten Punkte. Payday hat es schon immer wie kein zweites Spiel geschafft, das Chaos, was beim Überfall ausbrechen kann, zu simulieren. Teilweise müssen Entscheidungen im Bruchteil einer Sekunde getroffen werden, die über Knast oder Freiheit entscheiden können. Es gilt zu jeder Zeit einen kühlen Kopf zu bewahren und die Gefahr jedes Handelns abzuwägen. Payday 2 ist kein Spiel für Alleingänger. Wer unvorsichtig und egoistisch vorgeht, liegt schnell durchlöchert und schreiend am Boden. Im Online-Modus hat man die Chance, von einem der drei anderen wieder zusammengeflickt zu werden, jedoch muss sich hierfür ein anderer selbst in die Schusslinie bringen und Treffer riskieren. Kommt man innerhalb eines definierten Timers nicht mehr auf die Beine, sitzt man erstmal im Knast und kann nur hoffen, dass trotz der roten Karte alles glatt geht bei den anderen. Nach einer Auszeit, die unter anderem davon beeinflusst wird, ob man Zivilisten auf dem Gewissen hat, kann man wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Eine weitere Möglichkeit, vor Ablauf des Timers wieder mitspielen zu dürfen, ist der Geiselaustausch. Hat euer Team Zivilisten oder Polizisten in seiner Gewalt, kann Bane, der Drahtzieher hinter den Überfällen, der euch während der Mission die komplette Zeit über Funk Anweisungen und Tipps gibt, einen Geiselaustausch aushandeln. Teamwork wird hier groß geschrieben und ist perfekt in das Spiel implementiert. Im Offline-Modus sieht's ein wenig endgültiger aus. Hier können euch zwar die KI mit Gangster auch wieder auf die Beine helfen, solltet ihr jedoch hinter schwedische Gardinen kommen, heißt es Game Over, Mission fehlgeschlagen, fang nochmal von vorne an. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Spiels sind die freischaltbaren Gegenstände, Waffen, Gadgets und Masken, die je nach Level und Kleingeld erhältlich sind. Mit dem erbeuteten Geld wird also nicht nur die Wand gepflastert, sondern auch im Shop kräftig eingekauft. Ob neue Waffen, Verbesserungen für selbige oder ein komplett anpassbares Maskendesign. Mit dem Managen und Anpassen des eigenen Charakters kann man und sollte man einige Zeit totschlagen. Vor allem so Verbesserungen wie die Körperpanzerung können einem das Leben während einem Überfall extrem erleichtern. Das Skilltree-System aus dem ersten Teil wurde überarbeitet und erweitert, so dass es mit einem RPG-System verglichen werden könnte. Es gibt neue Klassen wie zum Beispiel den Vollstrecker, der schwere Waffen tragen kann, das Mastermind, das besser mit Polizisten verhandelt und sie einschüchtern kann, Ghost, der Meister des Stealth, der zum Beispiel Überwachungskameras deaktivieren kann. Die einzige Klasse, die nicht neu ist, ist der Techniker, der bereits im Wolfpack-DLC für den Vorgänger vorhanden war. Der erste Eindruck von Payday 2 ist mehr als positiv. Die Entwickler haben es verstanden, das, was Payday the Heist so spielenswert gemacht hat, zu übernehmen und zu verbessern. Im Hinblick dessen, dass das Spiel sich noch in der Beta-Phase befindet, kann man nur abwarten und sich freuen, was noch alles bis zum Release, der auf Mitte August angesetzt wurde, kommen wird. Ein Must-Have für alle Fans des ersten Teils. Ich bin Beta, vielleicht sieht man sich im Tresorraum. Bis dahin, haut rein!